weiß die Bergeswand. Zier deutsches Lied, mein Perlenland. Wie weiß die Bergeswand. Zier deutsches Lied, mein Kärntnerland. Jörg ist ein Gut, ist gut, ist gut. Kantrisch, kantrisch, aus Kantas fliert. Ist hier Blende, das alle mal blüht. Ist hier Jauchzer, der mir nicht verholt, wie das Wasser nicht draußen im Mund. Jörg ist ein Gut, Christ Gott, Christ Gott. Jörg erkannten ist leid als, ist er nach Handeln euer Glanz, ist er Sternes, ist er Feins, und das Lande ist so meist. Jörg erkannten ist leid als, ist er nach Handeln euer Glanz, Jörg erkannten ist leid als, ist er nach Unterkanten ist dein Hass, wie du es handelst, ist ja krass. In der Nähe und in der Fern ist ja krass mit auf der Herrn. Unterkanten ist dein Hass, wie du es handelst, ist ja krass. Unterkanten ist dein Hass. Mein Gut, mein Hoch, ist mein Wirk und auch mein Glück. Und fürs leere Kantnerland steh ich ein mit Herz und Hand. Kanten ist mein Gut, mein Hoch, ist mein Wirk und auch mein Glück. Kanten ist mein Gut, mein Hoch. Geschätzte Damen und Herren, liebe Mitwirkende, liebe Festgäste, es ist mir eine große Ehre, Sie im Namen der Sängerrunde Klagenfurt-Emmersdorf hier begrüßen zu dürfen und Sie durchs Programm leiten zu können. Wir feiern einen ganz besonderen Tag. Es ist heute auf 100 Jahre genau der Tag, als es hier in Kärnten die Abstimmung gegeben hat über den Verbleib Südkärntens bei Österreich oder ob Südkärnten abgetrennt werden soll. Schon am 10.10.1920 wartete alles gespannt auf das Ergebnis dieser Abstimmung und am 13.10. war es dann soweit. Nicht enden wollender Jubel brandete auf, als das bekannte Abstimmungsergebnis verlesen und offiziell verkündet wurde. Kärnten blieb frei und ungeteilt und bei seiner Heimat Österreich. Eines dürfen wir nicht vergessen,
dass nicht allen Kärntnern dieses Los beschieden war. Es wurden ohne Abstimmung 3 Gebiete abgetrennt, das Miestal, das Seeland und das Kanaltal. Sie fragen sich nun vielleicht, warum eine kleine Sängerrunde, die Sängerrunde Emmersdorf, eine derart traditionelle und geschichtlich bedeutende Veranstaltung organisiert. Ich möchte Ihnen das anhand von 2 Beispielen veranschaulichen. Bereits am 12.09.2020 kamen hier am Zollfeld 40.000 Menschen zusammen. 40.000 Menschen, die ein Signal geben wollten an ihre Brüder unter der Demarkationslinie und damit eine Botschaft geben wollten: Bleibt eurer Heimat treu, seid mutig, seid stark. Und das trotz der massiven Einschüchterungen seitens der SAS-Militärs. Damals begann auch der Kärntner Heimatdienst aktiv zu werden. Und viele unserer Sänger haben sich damals im Kärntner Heimatdienst engagiert und haben die sogenannte Agitationsarbeit aufgenommen, um Flugzettel zu verteilen, um Informationsbroschüren im Südkärntner Raum zu verteilen, um die Menschen bei Mut zu halten, die unter schweren Repressalien der SAS-Soldaten standen. Und das ist besonders bemerkenswert. Die Sängerin Emmersdorf war nämlich damals auch trotz der Besatzung, es gab ja dann ab 1919, als die Widerstände zu Ende gingen, also als der Abwehrkampf zu Ende war, wurde Klagenfurt besetzt, waren es die Emmersdorfer Sänger, die sich nicht einschüchtern ließen und trotzdem ihre Lieder deutsch singen. Es war nämlich verboten, unter SAS-Besatzung hier in Klagenfurt deutsch zu singen. Und nur wenige Meter von hier, einige hundert Meter von hier in Poppichl, haben sich die Emmersdorfer Sänger versammelt, allabendlich, und haben ihre Kärntner Lieder eben auf Deutsch gesungen, was zur Folge hatte, dass die SAS-Soldaten ohne Vorwarnung das Feuer eröffneten und auf unsere Sänger schossen. Es gab damals Gott sei Dank keine Verletzten und keine Toten. Aber Sie sehen vielleicht jetzt auch den Grund, warum diese kleine Sängerrunde dieses besondere Datum, diesen besonderen geschichtlichen Anlass hier und heute feiert. Und so wie das Lied damals schon Botschaft war für das vereinte Kärnten, so soll es auch heute sein. Und wir freuen uns, dass wir so viele Gäste haben und sind wirklich stolz darauf. 2 Worte noch zum Herzogstuhl, der jetzt durch die Sänger ein bisschen verdeckt ist. Dieser Herzogstuhl wurde anlässlich der Herzogseinsetzung im Jahre 1161 das erste Mal als solcher urkundlich erwähnt. Und bei der Frage nach den Herzögen von Kärnten kommt auch die Frage des Alters von Kärnten auf, die Geschichte von Kärnten. Und das ist besonders interessant. Kärnten ist älter als Österreich. Kärnten wurde damals von Herzog II. Abgetrennt vom Herzogtum Bayern und das eigene Herzogtum gegründet. Und da spielte eben dieser Herzogstuhl ab dem 12. Jahrhundert eine große Rolle. Österreich wurde, das wissen Sie vielleicht noch, im Jahre 996 das erste Mal unter Österreichi geschichtlich erwähnt. Also wir Kärntner können stolz sein und sagen, wir sind älter um 20 Jahre. Das ist nur eine kleine Erwähnung. Ich darf nur mit dem Chor 2 ganz bekannte Kärntner Lieder singen. Eines, das O Rosental, das auch in Zeiten des Abwehrkampfes entstanden ist. Der Schöpfer war der Robert Mack. Der Robert Mack ist verhaftet worden, eingesperrt worden und hat in der Gefängniszelle dieses Lied geschrieben. Und das zweite, Du mein liebst Kärntnerland. Der Solist ist der Christian Waldmann, ein junger Sänger bei uns. Und dieses Lied stammt von Anton Schmidt, einem Vertreter des neuen Kärntner Liedes. Wir wollen ja nichts
dafür, völlig nah ich scheinen. Ich kann vor lauter Liebe, ich kann ja nichts dafür, völlig nah ich scheinen. O großen Gold, o schönes Gold, und die Hoffnung, die soll dir. Hör in die Glocken, sieg in die Wahl an, werden die Heiligen. Geschätzte Damen und Herren, ich darf nun die Begrüßungen vornehmen. Unüberhörbar am Anfang
der lieben Pfälzer Musikverein, die 1967 gegründet worden. Herzlich willkommen. Der Kapellmeister ist der Günther Prosegger und der Obmann Hermann Bosanik. Herzlichen Dank für euer Kommen und für die wunderbare Einbegleitung. Ohne Hilfe unserer Freiwilligen Feuerwehr in Emmersdorf wäre auch diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank an den Ehrenzug der Freiwilligen Feuerwehr Emmersdorf unter dem OB Josef Podlipnik. Danke herzlich. Ich gehe nun ohne Reihenfolge und ohne Wertung alle anwesenden Trachtengruppen und Vereine durch. Darf vorweg herzlich begrüßen unseren Freund aus der Geistlichkeit, Monsignore Emanuel Longin. Grüß dich, Herr Manuel. Eine Reihe von Vertretern der Chargierten sind hier. Vertreter der steirischen Burschenschaften, Vertreter der katholischen Studenten, die Burschenschaft Markomannen, die sind Vorsitzende der AG der steirischen Burschenschaften, den Deutschen Kulturverein in Slowenien mit Christian Lautischer und dem Ehrenmitglied Minister außer Dienst Dr. Tiet Turnschek, die Akademische Landsmannschaft zu Wien, die Akademische Landsmannschaft Iruna zu Graz, Chor Teutonia und Vertreter der Kärntner Windischen unter Fritz Döpper. Vertreter der Freiheitlichen Akademiker Dr. Bruno Burchardt, Bundesrat außer Dienst und Landtagsabgeordneter außer Dienst Peter Zwanziger, der Direktor der Landarbeiterkammer Dr. Rudolf Dörflinger, unser Freund Richie De Bernardo, der immer wieder auftaucht, wenn es gesungen wird, Gemeinderat für die Sucher und alle Vertreter aus der Politik und aus der Nachbargemeinde, unser Gemeindevorstand Helmut Nickel, der die Marktgemeinde Grafenstein vertritt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen und darf Sie bitten, für alle diese Ehrengäste um einen kurzen Applaus. Riesenlohn. Und darf nun bitten, den Bürgermeister der Marktgemeinde Maria Saal, Anton Schmidt, seine Grußworte an uns zu richten. Auch an ihn, lieber Herr Bürgermeister, bei uns herrscht keine Maskenpflicht. Bitte nimm sie runter, sonst verstehen wir die gar nicht. Ja, geschätzte Festgäste, es ist mir eine besondere Freude, heute am 10. Oktober diesen Tag so würdevoll zu begehen. Es ist ja ganz ein wichtiger Tag für uns Kärntner und den wollen wir auch dementsprechend hier am Herzogstuhl, am Zollfeld in Maria Saal, der eigentlich die Geburtsstunde dieser Bewegung zum 10. Oktober in Kärnten war. Wie schon angesagt, ist am 12. September hier am Zollfeld eine große Kundgebung für die Einheit von Kärnten vonstatten gegangen. Man muss sich damals vorstellen, zu dieser Zeit so viele Menschen, die sind von weit und breit gekommen, was noch irgendwie möglich war mit Pferde, mit dem Zug, Autos hat es nicht gar so viel gegeben. Und allein daran kann man erkennen, wie selbstbewusst der Kärntner damals zu seinem Heimatland gestanden ist. Und ich glaube, das ist würdevoll zu begehen, dass Menschen vor uns schon daran gedacht haben und diesen Gedanken auch weitergesponnen haben. Aber diese 100 Jahre, die hinter uns liegen, war ab und zu eine Bewährungsprobe für die Kärntner Bevölkerung. Und es ist immer wieder mit Verständnis, mit gutem Einvernehmen, ist das immer wieder gelungen, hier Frieden und Zusammenarbeit in Kärnten herzustellen. Und wir sind heute so weit, dass man wirklich auch von unseren damaligen Gegnern auch behaupten kann, wir sind Freunde geworden. Das ist der Begriff Senza Confini, sollte ja eigentlich keine Phrase sein, sondern sollte für uns wirklich was Wichtiges sein. Und wir sollten daran arbeiten. Und das ist eine tagtägliche Aufgabe. Und ich glaube, wir werden sie meistern, weil wir ehrlich an diese Sache herangehen und in Brüderlichkeit und Einigkeit unser Kärnten weiter hochhalten. In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung alles Gute und einen guten Verlauf.
Ja, wer Gott zeigt mich, jeder Ort Gott zeigt sich, jedes Tal Gott zeigt Mond, in Schern kann der Lund, holla die Duldige, holla dein Duldige, holla die in Schern kann geht ab Flur übers Feld, heut an ihr in die Welt, hat er jetzt in sein Glanz, ist die Seligkeit uns. Holla die Dulie, holla lei Dulie, holla die ist die Seligkeit. Und du Land bist in mir, und mein Herz ausgehört dir, und der Wind wie vertreibt, wie mir zu dir bleibt. Holla die Dulie, holla mein Dulio, holla die, wie wir zu dir bleibt. Mein Hammer ist ein Schutzele, das von ihm einfliegen. So oft ich still für mich getaucht, dort soll bei mir wachen. Mich hätt im Fremden locker nur, in mir sagt wieder an. Und von ihm ist alles der Schur, bis Kantner Lande kam. Mein Hammer dieser Schutzele, das von ihm heiftigen. So oft ich still für mich betrug, nur soll bei mir wahren. Und von Zeka so gut wie mir, das tut es treulich hern. Es ohne auf der ganzen Welt kann ihr was anlecken. Mein Hammer dieser Schotzele, los von ihm heifigen. So oft ich still für mich betrug, nur soll bei mir wahren. Und kommt am Moller schwache Stund, Gott sei's der beider Hand. Nur lieber Herr, Gott sei so gut, berührt das Kantnerland. Nur lieber Herr, Gott sei so gut, berührt das Kantnerland. Ja, wir sind nun bei der Jugend angelangt und die Lindis Alissa wird uns ein Gedicht zu Kärnten aufsagen. Bitte sehr. Kärntner Treue, wo die Karawanken stehen, aufgebaut von Gottes Hand, kämpften treue Kärntner einst für ein freies Heimatland, für ein ungeteiltes Land, uns die Heimat zu erhalten und befreien von Schmach und Not. Haben sie gekämpft, geschworen, Kärnten treu bis in den Tod. Heimat, Heimat, Kärntnerland, Land der Lieder, Berge, Seen. Doch der Heimatquell ist dort, wo der Liebe Fahnen wehen, unserer Liebe Fahnen wehen. Mögt die Quelle nie versiegen, mahnen uns in Fried und Not und uns die Hand der Brüder geben, Kärnten treu bis in den Tod.
Sie mögen verzeihen diesen kleinen privaten Ausflug, das ist meine Tochter und freut mich besonders, wenn ich mit ihr ein Foto habe hier von dieser großen Veranstaltung. Ein ganz besonderes Lied ist Hamad Hamad von Andreas Asenbauer. Andreas Asenbauer hat über Jahrzehnte Kärntner Lieder gesammelt und aufgeschrieben. Und eines hat er bearbeitet, dass es auch zu diesem Tag passt, Hamad Hamad, Heilig Surt. Das wird unser Solist Franz Damiger bringen. Und ich erwähne ihn besonders, weil er ist das längst gediente Mitglied der Sängerrunde. Er stellt sogar mich in Schatten. Und das heißt, was, weil ich bin schon 30 Jahre Chorleiter und er ist schon, glaube ich, 33 Jahre dabei. Ich freue mich auf den Franz Damiger, dass er immer noch so aktiv ist. Und danach darf ich dann unseren Schriftführer, den Dr. Christian Birker, bitten, etwas ganz Besonderes an Sie heranzutragen, nämlich die Geschichte der vierten Strophe des Kärntner Heimatliedes. Herren, es ist schön, über die vierte Strophe sprechen zu dürfen, wobei, wenn man wirklich intensiv darüber sprechen würde, würde es wahrscheinlich 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden dauern. So facettenreich ist diese ganze Geschichte und je mehr man sich beschäftigt, umso mehr weiß man, dass man eigentlich wenig bis gar nichts darüber weiß, weil es so viele Varianten gibt. Das Besondere ist aber, was der Karl-Heinz schon angesprochen hat, dass eben unsere Sängerrunde auch diesen Bezug zu diesem Ort hat. Das ist ein richtiger Mythos, wenn man in den Chor eintritt, hört man als erstes, nachdem eingewiesen wird, wo man seine Stimme singen darf, dass die Sänger damals hier gesungen haben. Und das ist ganz was Besonderes. Und auch diese Beziehung zwischen Kärnten und Österreich ist besonders, weil ja auch die Volksabstimmung war auch ein klares Bekenntnis zur neuen Republik Deutsch-Österreich. Das war ja auch nicht so selbstverständlich. Da hat es ja leichtere Fälle gegeben, wie die Tiroler zum Beispiel und die Salzburger. Die haben ja auch teilweise ganz anders entschieden, aus anderen Gründen. Also die Kärntner haben wirklich etwas gemacht, auch diese junge Republik gestärkt. Auch wenn wir Kärntner nicht immer sehr zufrieden waren mit dem, was die Wiener gemacht haben. Aber das ist oft auch eine Frage von Parteilichkeit. Mein alter Freund Elmar Lechner hat vor kurzem eine Publikation veröffentlicht, was ein Kärntner Maturant über Geschichte wissen muss. Und da hat er aufgeschrieben, er muss das Landeswappen kennen, die Landeshymne, den Herzogstuhl, die Zeitschrift Carinthia und die Volksabstimmung. Und die Zeitschrift Carinthia ist sehr wichtig, weil dort ist damals auch
dieses Gedicht erstmals veröffentlicht worden, das die Basis für das Kärntner Heimatlied war. Das war ja ein Gedicht in 4 Strophen und da beginnt die Geschichte mit der 4. Strophe. Die war damals auf den damaligen Kaiser Franz gemünzt und Sie wissen ja, Kaiser können zwar sehr lange leben, aber irgendwann sind sie auch tot und das ist schon mal ein Problem für ein Lied, wenn eine Person auch besungen wird. Und da ist es kein großes Wunder gewesen, dass man gleich einmal bei der ersten Fassung gesagt hat, das kann nicht drinnen stehen. Ja. Dann ging es ein bisschen weiter, es gab ein Hin und Her, aber keine echte Klärung. Das Besondere ist aus meiner Sicht wiederum der 12. September 1920, als man hier eine 4. Strophe gesungen hat. Das wissen viele nicht und das ist auch nicht diese Strophe, die später die Frau Millernick geschrieben hat. Und ich möchte Ihnen aber trotzdem einmal kurz vorlesen, damit Sie eine Vorstellung haben, wie es damals abgelaufen ist, vor 100 Jahren. Und die 4. Strophe war von der Frau Vera Schludermann und die klang so. Ob deutsch, ob windisch ist der Sang, er hat doch echten Kärntner Klang. Der Heimat treu in schwerer Zeit, geduldig tragen wir das Leid. Bis das Recht mit starker Hand und schafft ein freies Kärntner Land. Sie hören auch hier heraus, das Kärntner Land wird besungen, betont, auch das Heimatland, und das war ursprünglich im Gedicht nicht der Fall. Da war das Vaterland besungen, da ist der Kaiser besungen worden, auch die Monarchie. Ein paar Details wurden im Laufe der Zeit geändert, die gar nicht so auffallen. Da muss man schon sehr genau in den Text hineinschauen, um das zu bemerken. Aber es gibt auch einige Änderungen, die inzwischen passiert sind. Und später dann gab es ungefähr, nicht ganz, aber fast 10 Jahre später, gab es eine Ausschreibung für die 4. Strophe. Man wollte endlich eine fixe 4. Strophe haben, was ja auch verständlich ist. Und man wollte auch der großen Ereignisse rund um die Volksabstimmung gedenken. Und das freut mich als jemand, der in der Steiermark aufgewachsen ist, ganz besonders, dass die Frau Agnes Millernick, Lehrerin aus Neumarkt, diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und die hat dann diese schöne Strophe geschrieben, die wir heute kennen. Auch nicht ganz so, wie sie sie geschrieben hat, wird sie heute gesungen, weil relativ schnell wurde auch dieser Text wieder verändert, weil da ist einmal zu viel auch Deutsch zu drinnen gestanden und gesagt, man muss ja etwas anders machen. Und die 4. Strophe, Sie kennen sie, wo Mannesmut und Frauentreu die Heimat sich erstritt aufs Neue, wo man mit Blut die Grenze schrieb und frei in Not und Tod verblieb, hell jubend klingst zur Bergeswand, das ist mein herrlich Heimatland. Was besonders ist an dieser Hymne, ist auch, dass die Frauen besungen werden. Es wird bei uns in Österreich oft beklagt. Sie kennen die Geschichte mit der Bundeshymne, Heimat bist du großer Söhne. Hier wurden sehr wohl auch die Frauen besungen, auch zu Recht. Ob man es jetzt emotional sieht oder nicht, rein von der Statistik her, die Frauen haben auch diese Wahl entschieden. 60% der Wahlberechtigten waren Frauen. Wenn sich die zusammengetan hätten, hätte es vielleicht die Frauenrepublik Österreich auch geben können. Ja? Sie hätten die Macht gehabt und sie hatten auch die Macht. Und darum muss man auch sagen, danke auch an alle Frauen, nicht nur, dass sie unsere Mütter sind, sondern sie haben eigentlich auch dafür ganz entscheidend beigetragen, dass dieses Kärnten bei Österreich geblieben ist. Ganz eine wichtige Entscheidung, erstmals durften auch Frauen wählen in Österreich, das ist eine interessante Geschichte, das allgemeine gleiche Wahlrecht hat es gegeben. Und ich glaube, die Frauen haben das sehr gut gemacht. Ja? Und das war ein sehr gutes Zeichen auch dafür, dass Demokratie und Freiheit gewinnen. Wir sehen aber auch aus der Geschichte heraus, dass man sie sehr hart erkämpfen muss und im Zweifelsfall auch verteidigen muss. Und das ist eben überhaupt nicht selbstverständlich. Darum freue ich mich, dass Sie heute hier sind, dass wir als junge Sänger da mitsingen dürfen. Ich wurde gestern in einer Pfadfinderheimstunde gefragt, ob noch ein Sänger von damals dabei sei. Jetzt kann ich mal Madeleine schauen, der Franzi ist der älteste Sänger, der war damals noch nicht dabei, vor 100 Jahren. Schaut auch nicht so alt aus, dass er dabei sein gewesen könnte. Ich freue mich, wenn Sie der Sängerrunde Emmersdorf weiterhin die Treue halten und dass wir uns dann spätestens auch beim Weihnachtskonzert wiedersehen. Dankeschön. Christian Birker, herzlichen Dank für deine Worte. Es ist immer interessant, ein bisschen auch in die Musikgeschichte zu blicken und wie diese auch die geschichtlichen Abläufe beeinflussen kann. Ich habe nun einige interessante Dinge noch zu erzählen, die den Chor anbelangen. Und vorweg, wir haben heute Unterstützung und Sie haben es gesehen im Hintergrund, vielleicht ein bisschen unscheinbar, aber doch sehr kräftig, der MGV St. Philippen. Und ich darf mich ganz herzlich beim Obmann, bei Mario Strümmelmann bedanken, dass ihr hier seid und uns mit den Emmersdorfern Unterstützung gibt. Herzlichen Dank. Applaus
ein weiterer Sänger, der bei uns vor Jahren aktiv war und einen begnadeten ersten Bass hatte, ist der Erhard Hofstetter. Er ist mittlerweile auf höheren künstlerischen Ebenen unterwegs, hat jetzt seine eigene Musikkapelle und ist heute unser Tonmeister. Erhard, herzlichen Dank, dass du heute bei uns da bist. Und ich glaube, die Leute verstehen uns recht gut. Gratulation zu deiner professionellen Beschallung. Und jetzt kommt noch ein weiterer Blick zurück in die sehr bewegte Geschichte der Sängerrunde Emmersdorf. Wir haben ja als Chor immer sehr viel Reisen durchgeführt und die sind auch bekannt und legendär mittlerweile. Und eine Reise führte uns nach Ägypten. Das war zum Jahreswechsel 1996. Und wir hatten damals einen ganz jungen Burschen bei uns, der hieß Jürgen. Wir wussten nicht, wie noch. Heute wissen wir, wie er heißt. Heute ist er ein berühmter Mann geworden. Der Hans-Jürgen Stermetz ist mittlerweile nicht nur Ziehharmonikaspieler, er ist Musiklehrer und vor allem, er ist Komponist. Deswegen freut es mich, dass unser Hans-Jürgen spontan zu uns herangetreten ist und gesagt hat, ihr macht das Kärntner Fest der Freiheit. Ich habe den Marsch der Kärntner Freiheit komponiert. Passt das nicht irgendwie zusammen? Na, passt zusammen. Und ich darf jetzt bitten, Hans-Jürgen, komm zu uns. Da ist er. Herzlich willkommen. Und das Interessante war, dass wir eine einzige Probe hatten, um diesen Kärntner Marsch der Freiheit einzustudieren. Also bitte jetzt verzeiht uns, wenn nicht jeder Ton genau passt. Die Sänger halten ausnahmsweise auch ein Notenblatt in den Händen. Aber vielleicht ein paar Worte von Hans-Jürgen selbst, wie es dazu gekommen ist, dass er dann von 1996 plötzlich diese steile Musikkarriere eingeschlagen hat. Lieber Karl-Heinz, geschätzte Festgäste dieser wirklich einzigartig tollen Veranstaltung. Für mich ist es eingangs eine sehr große Ehre, dass ich bei euch mit dabei sein darf. Zum einen, weil ja auch mein Cousin bei einem Chor mitsingt und verbindet ja schon jetzt wirklich eine lange Freundschaft. 25 Jahre habe ich jetzt heuer nachgedacht bei der letzten Probe, wo wir zusammen waren. Damals noch leidenschaftlicher Harmonikaspieler mit natürlich allen Legenden, die es damals gegeben hat. Aber es hat sich der Weg auch für mich abgezeichnet, dass ich der Volkskultur und vor allem der alpenländischen Volksmusik irgendwie treu bleiben möchte, war im Sangeswesen auch ein bisschen tätig. Zwar nicht so tapfer wie mein Cousin, ich habe mich noch eher in die instrumentale Richtung verlegt und habe dann in Graz auf der Kunstuniversität Musik, das Musikstudium aufgenommen. Letztes Jahr habe ich meinen Master absolviert und es war für mich eine große Ehre, dass ich in der didaktischen Prüfung einen Konzertmarsch aus meiner eigenen Feder analysieren durfte. Und ich habe das der Kommission mit großer Freude präsentiert, auch geschichtlich, weil ich dafür auch brenne. Ich bin ja auch ein glühender Kärntner und deswegen wäre ja auch dieser Marsch mit dem Namen Marsch der Kärntner Freiheit so nie zustande gekommen, mit dem Hintergrundgedanken, das Sangeswesen muss in diesen Marsch mit einfließen. Dann habe ich mir noch Gedanken gemacht dazu und wie könnte man das machen? Das alte Kärntnerlied, das neue Kärntnerlied, die Landeshymne und ein paar andere Zitate habe ich doch recht schnell im Kopf gehabt, habe das dann versucht zu verarbeiten. Heuer ist uns wirklich mit meinem Arrangeur, muss ich bewusst dazu sagen, wir haben das jetzt für großes Blasorchester orchestriert. Das wird jetzt am 11. November mit einer Militärmusik aufgenommen, bin ich sehr, sehr stolz. Und lieber Karl-Heinz, ich darf dir jetzt an dieser Stelle sagen, herzlichen Dank, dass du mit der Sängerrunde Emmersdorf auch da mitwirken wirst und dass ihr den textlichen, gesanglichen Teil dazu beisteuert. Das macht mich immens stolz, weil ja das Ganze geschichtlich wirklich eine große Sache ist mit den Emmersdorfern. Und für mich als Komponist gibt es wahrscheinlich wohl keine größere Auszeichnung, dass ich heuer den österreichischen Kompositionspreis mit diesem Marsch gewonnen habe. Macht mich wirklich sehr, sehr stolz. Und dass wir es da spielen dürfen, ist für mich eine sehr große Ehre. Danke. Gratulation, Hans-Jürgen Stermetz. Ich habe die ganzen Fragen vorbereitet gehabt, das sind jetzt natürlich hinfällig. Er hat alles beantwortet in einem Redefluss. Du wärst der beste Politiker im Kulturbereich, glaube ich. Wir dürfen nun dich bitten, lieber Hans-Jürgen, nachdem du schon erklärt hast, was alles damit verpackt ist, mit dem Marsch zu beginnen. Und zum Schluss gibst du mal ein kurzes Zeichen, damit wir wissen, wo wir einsetzen müssen. Thank you.
Geschätzte Damen und Herren, wir kommen nun zur Festansprache des heutigen Festaktes. Und wir haben uns im Vorhinein überlegt, wer diese Festansprache halten sollte. Und haben uns dafür im Chor entschieden, nach einem jungen Mann Ausschau zu halten, der aus der Sicht eines Vertreters der jüngeren Generation ein paar Blicke auf die Kärntner Geschichte wirft. Deshalb, weil wir ja aus der Sängerrunde her unseren eigenen Blick haben. Deshalb auch, weil uns von den Medien immer wieder vorgesagt wird, wie wir zu denken hätten über die Kärntner Geschichte. Und das sind unterschiedliche Welten und treffen nicht immer den Kern dessen, was in der Bevölkerung gedacht wird. Ich habe mir die Rede von Markus Krumpel angesehen. Ich war sofort sehr angetan, weil er eben auch auf praktische Dinge eingeht, die wir als Geschichtskenner gar nicht so sehen. Ich darf dich bitten, zu uns auf die Bühne zu kommen. Du hast die Bühne frei und wir sind schon sehr gespannt. Ja, danke, lieber Karl-Heinz. Ich bin ja zu der Ehre, da heute vor euch reden zu dürfen, irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich bin mir sicher, es hätte ja sehr viel mehr Veranstaltungen sogar gegeben, wenn Corona uns nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Habe bis zum Schluss vor meiner Ankunft noch gedacht, wir werden das maximal im Homeoffice abhalten. Aber jetzt stehe ich da vor hunderten Menschen und das kommt mir fast schon surreal vor. Und man muss auch der Organisation sagen, dass sie einen mehrswürdigen Rahmen für den heutigen Festakt gefunden haben. Denn wir haben was zu feiern und das wollen wir tun. Wir haben aber auch einige Fragen, die wir uns im Blick auf die Zukunft und wie es weitergeht stellen sollten. Und auch das wollen wir tun. Jetzt ist ja so, ich habe die Zeitungen wieder mal aufgeschlagen. Die sind jetzt eigentlich wieder voll mit Inhalten rund um den 10. Oktober und der Volksabstimmung. Man wird ja fast schon regelrecht mit Inhalten bombardiert, dass man denken könnte, der 10. Oktober ist allgegenwärtig in allen Generationen und darauf kann man aufbauen. Jetzt habe ich mir aber gedacht, ich mache die Probe aufs Exempel und habe mich vor wenigen Tagen in die Wienergasse, in die Fußgängerzone in Klagenfurt gestellt und mal die Jüngeren, also die Generation sogar nach mir schon mal befragt, was sie mit Begriffen, man sieht ja auch so wunderschön diese Landkarten, jetzt immer eingeblendet werden, Zone A und B, was können die überhaupt mit Begriffen wie Zone A und B anfangen? Und bis auf betretenes Schweigen und Unwissenheit war ja mein Favorit, jetzt zynisch gesagt, dass die geglaubt haben, es ist die Rede von Blutgruppen und haben überhaupt keinen Bezug mehr zu diesen Begriffen im 10. Oktober. Und das hat eines klar gemacht, nämlich wir gedenken und feiern heute ein symbolträchtiges, 100-jähriges Jubiläum des 10. Oktobers. Aber man sieht auch, dass die Geschichte in 100 Jahren weitergewachsen ist und die wirft schon auch ihre Schatten, nämlich die Schatten des Vergessens. Und ein Blick jetzt eben auf die nächste Generation lässt uns schon fragen, wie wird eigentlich das 125. Fest aussehen oder wird es überhaupt ein 150. noch geben?
Und da erkennt man ganz klar, da ist irgendetwas bei der Wissensweitergabe, läuft da schief. Ich hatte ja noch das Glück, mit Urgroßeltern aufzuwachsen. Für diese Generation, auch wenn sie nicht mehr wirkliche Zeitzeugen waren, waren sie aber dennoch die Söhne und Töchter von den Männern und Frauen, die mit Blut die Grenze schrieben. Und für sie war das gelebte Realität. So konnten sie ihr Wissen noch weitergeben in gelebter Form. Und da gibt es auch noch eine Großelterngeneration, die, sagen wir, ein Fünkchen noch an eben dieser gelebten Vergangenheit zum 10. Oktober hat. Und bei der Elterngeneration kommt einem schon vor, hat sich diese gelebte Wiedergabe schon fast verloren. Es ist ja fast schon eine unpolitische Generation, die da herangewachsen ist. Und so kann die Weitergabe und das Erbe, was wir eigentlich haben wollen, bei meiner Generation schon eigentlich nur mehr in einem Bruchteil ankommen. Und weil Sie die Generation sind, die ja auch ihr Geschichtswissen schon großteils nur mehr aus den Schulbüchern her hat. Bei mir ist das nicht anders. Ich habe den 10. Oktober das erste Mal in der Volksschule erfahren. Das Lernen der Kärntner Hymne war natürlich noch am Plan. Und meine Lehrerin war auch sehr bemüht, da kann man nicht sagen. Hätte sie ja schlechter treffen können. Doch man hat schon gemerkt, es ist eigentlich nur mehr ein Kapitel eines verstaubten Geschichtsbuches, was man den Lehrplan zuliebe mal aufschlagt, herunterbetet und dann verschwindet es wieder. Und das Problem ist, dass diese Generation jetzt eigentlich die Lehrer von heute sind. Und da kann man sich mal wieder fragen, was eben beim 125. Fest los sein wird, wenn dann eben diese Generation dran ist, das auszurichten. Und genau deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich heute keine Zeitungsartikel zitieren werde oder ein offenes Geschichtsbuch sein, sondern einen Denkanstoß geben, wie können wir den 10. Oktober wieder für uns entdecken. Und bin dann zum Entschluss gekommen, etwas windig, dass die Frage nach der Zukunft eigentlich nur eine Teilantwort an sich ist, denn es ist schon noch die Geschichte, die das Fundament bildet, worauf wir auch unser Erbe begründen. Und jeder, der sich mit historischen Dingen befasst, weiß, dass jede Geschichte ihre Vorgeschichte hat. Und wenn man den 10. Oktober begreifen will und verstehen will, warum es ein Grund zur Freude und der Feier ist, müssen wir nicht 100 Jahre zurückblicken, sondern fast schon 200. Denn bereits im 19. Jahrhundert beanspruchte die nationalslowenische Bewegung Teile Kärntens. Diese Nationalbewegung sahen nämlich die Windischen, die sich als eigenes Volk, dem deutschen Kulturraum bekannten, als Teil des slowenischen Volkes an. Und man erkennt schon damals, dass dem Windischen scheinbar Klagenfurt sehr viel näher ist als Laibach. Denn ein Beweis dafür ist eine Person namens Jakob Schelisnik. Wer war dieser Jakob Schelisnik? Er war ein windischer Bauer, der 1848 für Kärnten eine ganz besondere Rolle eingenommen hat. Er war nämlich der gewählte Vertreter von Kärnten für das Parlament in Frankfurt. Deutschkärntner als auch Windische haben ihn als ihren Vertreter gewählt. Ein frühes Indiz schon dafür, für die eigentliche Verbundenheit zwischen Deutschkärntnern und dem Windischen. Nach dem Ersten Weltkrieg stellten nun zwei Staaten in dem Chaos, was nun herrschte, Anspruch an Kärnten. Auf der einen Seite Deutsch-Österreich, auf der anderen Seite der SHS-Staat, also das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. 1918 gründete sich auch der Laibacher Nationalrat. Der wollte von Laibach aus die Regierungsgewalt über alle slowenischsprachigen Gebiete. Und es gründete sich auch in Kärnten eine ähnliche Bewegung, weswegen der politische Versuch, die Einheit Kärntens bei der Professorischen Landesversammlung sicherzustellen, scheiterte. Und noch im Dezember desselben Jahres, also 1918, war es dann soweit, die Nationalregierung, die slowenische, schritt zur Tat über und besetzte Teile Kärntens. Doch es formierte sich Widerstand. Bauern aus Maria Geil und aus dem Geiltal drängten die fremden Truppen zurück. Sie waren die Ersten, die zeigten, dass ein geeintes Kärnten es auch wert ist, dafür zu sterben. Bei einer Recherche hat ein Fakt mir fast schon Gänsehaut bereitet, und das war die Tatsache, dass die Slowenen sich ja damit rühmten, gewisse Gebiete vom deutschen Joch zu befreien. Und es waren eben jene Gebiete, die sie dringend befreien wollten, die als erstes zurückschlugen. Und so kam es dann auch zu einer ersten,
also der erste Teil des Abwehrkampfs war somit geschlagen. Ein Waffenstillstand mit Laibach ward ausgehandelt und unter amerikanischer Regie wurde eine Demarkationslinie bei den Karawanken als Grenze festgesetzt. Und als die Verhältnisse der Welt, speziell Europa, neu geordnet wurden in Saint-Germain, schien sich auch diese Auffassung, dass das die Grenze sein sollte, durchzusetzen. Das konnte jetzt die nationalslowenische Bewegung und die Nationalregierung jedoch nicht hinnehmen und ging auf ganzer Front zum Angriff über. Sie marschierten nämlich mit Unterstützung serbischer Truppen in Kärnten ein, besetzten es wieder und trotz ernster Warnungen der Wiener Regierung, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Wiener Regierung wollte es am liebsten den Kärntner verbieten, zurückzuschlagen. Doch sie warfen es in den Wind und gingen zum Angriff über und befreiten die nördlichen Gebiete nördlich der Karawanken. Waffenstillstandsverhandlungen scheiterten eben nun und so hatten die Truppen ein neues Ziel, nämlich nicht nur die slowenischen Gebiete, sondern gleich Klagenfurt. Der Abwehrkampf zeigte nun ganz klar, dass eine Angliederung an Jugoslawien überhaupt nicht von der Bevölkerung gewollt war und die Siegerstaaten konnten nicht länger zusehen und mussten aktiv werden und beschlossen für Kärnten folgendes Schicksal. Das Miestal, das Seeland und das Kanaltal wurden ohne Abstimmung abgetrennt. Im verbliebenen Kärnten wurden zwei Zonen eingerichtet, die Zone A von Jugoslawien besetzt und Zone B von Österreich verwaltet. Und es dauerte ein Jahr, bis die interalliierte Kommission einen Schritt, um die Abstimmung zu gewährleisten. Und in dieser Zeit konnten eigentlich die Besatzer schalten und walten, wie sie wollten. Rund 15.000 Flüchtlinge sind eigentlich ein Indiz dafür, mit welchen Bedingungen diese Menschen lebten und welche Repressionen sie erfuhren, wenn sie sich für ein geeintes Kärnten einsetzten. Wenn in Zone A nun der Anschluss an Jugoslawien als Volkswille ausgedrückt worden wäre, findet nun eine weitere Abstimmung statt in der Zone B. Mit anderen Worten, fällt die Zone A, fällt ganz Kärnten und das sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Wie es letztendlich ausging, wissen wir. Am 10. Oktober entschied sich nun die Mehrheit in der Zone A für den Verbleib Kärnten. So viel zum geschichtlichen Teil bis 1920. Heute wird auch das positive Abstimmungsergebnis gerne dem Votum der slowenischen Bevölkerung zugeschrieben. Auffallend bleibt aber, dass die Zahl der Nein-Stimmen mit dem Anteil der slowenischen Bevölkerung in den Abstimmungsgemeinden übereinstimmen. Man kann unseren Jüngeren heute viel einreden und ihnen auch vorgeben, wie sie die Kärntner Volksabstimmung zu deuten hätten. Es kann ja schließlich kaum mehr wer nachprüfen. Und lange her ist es auch. Von den Buben, Studenten bis zum Greis, die vor 100 Jahren alle bereit waren, ihr Leben zu lassen für die nun heute stolzen Farben Gold-Rot-Weiß, ist dagegen der einzige erwünschte Patriotismus heute ein europäischer. Die Südkärntner hatten die historische Wahl, sich den Südslawen anzuschließen oder dem deutschen Kulturraum zu verbleiben. Doch das Resultat zu leben gestaltete sich schwierig. Ein tiefer Spalt blieb allgegenwärtig. Gehen wir von 1920 ein paar Jahrzehnte in die Zukunft. 1945 konnte eine erneute Besetzung nur aufgrund der bereits Briten, die präsent waren, verhindert werden. Und die nationalslowenische Bewegung kämpfte aber währenddessen weiter, um ihrer Ideologie Geltung zu verschaffen. So erreichte sie sogar eine Art Durchbruch, wenn man will, 1946, in dem nun die gültige Amtsbezeichnung der Windischen nun auf Slowenen zu lauten hatte, womit eine Urforderung der Nationalslowenen endlich durchgesetzt war, neben dass die Windischen, die zu großem Teil eigentlich mit ermöglichten, dass Kärnten geeint ist, komplett als Volk abgeschafft wurde. Die Nachwehen des Abwehrkampfes werden später noch im Ortstafelstreit deutlich. Allerdings sollten wir uns bewusst sein, dass heute jeder Vierte in Österreich einen sogenannten Migrationshintergrund hat. In Kärnten sieht es nicht viel anders aus. Personengruppen, die im Gegensatz zu den Windischen von damals überhaupt keinen Bezug zu unserem Kulturraum haben, sind heute im ganzen Land zu finden. Man kann sich nun die Frage stellen, wie diese Personengruppen, die heute zahlenmäßig sogar stärker sind als die Windischen, als auch ganz Kärnten, wenn man es genau nimmt, in einer solchen Schicksalswahl sollte wieder eine stattfinden, abstimmen würden. Die Frage kann jeder für sich beantworten.
Fremde Lebensweisen gewinnen an Fahrt und das liegt in erster Linie auch daran, dass eben die eigene Geschichte und die eigenen Traditionen uninteressant geworden sind und überhaupt nicht mehr gelebt werden. Wenn die autochthone Bevölkerung überhaupt keinen Sinn mehr darin sieht, sich mit der eigenen Geschichte zu befassen und die Traditionen hochzuhalten, kann man sich wieder fragen, wie wird wohl das 125. Jubiläum aussehen? Man kann sich als jemand, der nicht am Abwehrkampf teilnahm, bestimmt viele Fragen stellen. Hätte ich heute Mut gehabt, Teil einer Heldengeschichte zu sein, präsent zu sein am Wendepunkt der Geschichte? Die Wahrheit ist ja, viele würden heute ja nicht mal mehr erkennen, wenn fremde Mächte uns ihren Stempel aufdrücken, dass die Herrschenden heute uns einfach nur mehr vor vollendete Tatsachen stellen, nehmen die meisten nicht mal zur Kenntnis, sondern schlichtweg nicht mal mehr wahr. Wir sind kaum mehr Herr über unser eigenes Schicksal. Während die Zeitungen 1920 noch von der Wichtigkeit eines geeinten Kärnten aus wirtschaftlicher Sicht schrieben, muss heute gleich Europa oder die ganze Welt vereint sein. Darunter macht es kein Intellektueller mehr. Es ist alles eine Nummer zu groß geworden von einer Herrscherklasse, die eigentlich all dem kaum mehr gewachsen ist. Und gerade das möchte ich als Denkanstoß geben zur Wiederentdeckung des 10. Oktobers. Auch damals, 1920, wurden die Geschicke der Welt außerhalb des ohnehin schon gebeutelten Kärntens bestimmt. Ohne irgendein Mitspracherecht. Von Paris aus fremdbestimmt, von Wien im Stich gelassen, nahmen unsere Vorväter ihr Schicksal dennoch selbst in die Hand. Sogar über Kärnten hinaus beschlossen Rektorat, Professoren und Studenten im Leobner Hochschulausschuss, also die ÖH ihrer Zeit, die Entsendung einer Leobner Akademischen Legion. Demselben Beispiel folgte auch Graz. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Ernst Grossmann zu gedenken. Er war Mitglied der Leobner Akademischen Burschenschaft Leder, Teil des Leobner Zugs und fiel bei Windischgrätz. Sein Einsatz ist der Beweis, welchen Stellenwert die Einigkeit Kärntens über seine Grenzen hinaus hatte. Grossmann war Schweizer Staatsbürger und Student in Leoben. Er hätte seinen Studien einfach nachgehen können, doch er entschied sich, sein Leben für die Einheit Kärntens zu geben. Sein Beispiel zeigt, dass der 10. Oktober so viel mehr ist. Meine Botschaft an all jene, die hier den geschichtsträchtigen Tag mit uns feiern, seien wir uns bewusst, dass das Modell der Heimat Kärnten ein mehr als geprüftes ist. Was auch immer noch im Leben kommen mag, muss sich erst einmal so beweisen wie dieses leuchtende Beispiel. Heute ist ohne Zweifel ein Tag der Freude und ein Grund zu feiern. Diejenigen, die sich geschichtlich auskennen, informiert sind oder im besten Fall sogar gefestigt sind, sucht das Gespräch mit den Jungen und den Jüngsten. So bringen wir manche Tugenden unserer Vorväter im Abwehrkampf, wenn auch in kleinen Schritten, wieder zurück. Wenn unsere Vorväter bereit waren, ihr Leben zu geben, wird es uns wohl möglich sein, mit der nächsten Generation in einen sinnvollen Dialog zu treten. Und wenn wir auch jeder, der hier ist, dazu bewegen, auch nur ein paar Menschen zu erreichen, sich mit der eigenen Geschichte, speziell mit dem Kärntner Abwehrkampf und der Volksabstimmung zu beschäftigen, dann blicke ich nicht mehr so pessimistisch auf das 125. Jubiläum. Und ich bin gespannt, was ich dann als Zuschauer erleben werde. Und hoffentlich nicht aus dem Homeoffice, sondern wieder hier ein mehr als würdiger Rahmen. Und dann sage ich als letzter Satz, der Erste Weltkrieg mag die Welt aus den Angeln gerissen haben, nicht, aber Kärnten, so klein es auf der großen Welt auch sein mag. Auf unser Kärnten, auf den 10. Oktober. Lieber Markus Krumpel, ich danke dir herzlich für diese bewegende Rede, die zeigt, dass auch junge Menschen sich intensiv mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Die Sängerin Emmersdorf wird nun zwei Lieder bringen, das ist der Heimattreue, ein Lied, das auch von Andreas Asenbauer stammt, das die Zeit des Abwehrkampfes sehr intensiv beschreibt. Danach das bekannte Lied von Rigobert Schönenberger, mit Medienle vom Rosenthal, wo der Mond am Himmel steht. Und unser jüngster Solist ist der Markus Dullina, der wird es zum Besten bringen. Und danach bitte ich um Vorbereitung des Musikvereines, die Ehrung für die Gefallenen
vorzunehmen. Und ich bereite jetzt schon Helene und Martin vor, dies in Absprache mit der Kapelle zu tun. Wie scholl ist grad die Arbeit schwer, die Erde gibt Jost zum Leben her. Und doch mühe sie sich, es das als Christ, fragt sie warum, fragt sie warum. Was die Heimat ist, was die Heimat ist, was die Heimat, die Heimat, die Heimat ist. Der Bildbachgeist ist erfüllt weg, sie bauen es wieder am selben Fleck. Obwohl es aufs Jahr vielleicht wieder fließt, frag sie warum, frag sie warum. Weiß die Heimat ist, weiß die Heimat ist, weiß die Heimat ist. So schützen wir kommen all. Ein jeder sein warmes Herz Lob vergießt. Fragst du warum? Fragst du warum? Weiß die Heimat ist, weiß die Heimat. Weiß die Heimat, die Heimat, die Heimat ist. Und am Mond am Himmel steht, sternlang glitzern silberohl, geh zu mein Dirnland hin. In das scherne Rosenthal. Leib vom Mond dort als mit Freien, Götter mit sein Silberschein, song mein Dirnland ein schön groß. Und dass sie auf nie worden rauscht die Drau schon her durchs Dol, unterweg der Tag und Schmoll. Das Herz lebumpert schon vor Freit, jetzt ist zum Dirndlern immer weit. Luft, Gott sei's als Fenster lohn, Sirne, Häusle aufgetan. Slopf von Freien und Sog dazu. Jo, grüß die Gut, mein lieber Bur. Von der erste Sonnenstrahl grüßt ins scherne Rosenthal. Amor, sie wieder heimwärts gehen, um mein Dirnland Abschied nehmen. Kur die Tannen bei die Furt gehen, lag mir ab bei Nacht und Schnee, find den Weg die Ohren rollen.
Geschätzte Damen und Herren, ich darf Sie bitten, sich von den Sitzen zu erheben. Wir gedenken nun der Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges, an alle Frauen und Männer, die ihr Leben gelassen haben für die Heimat. Und wir gedenken besonders am heutigen 10. Oktober 2020 derer, die ohne Scheu und ohne Angst in den Abwehrkampf gezogen sind. 273 Kärntner haben ihr Leben bei diesem Abwehrkampf verloren. Und diesen 273 Kärntnern ist heute ein besonderes Gedenken gebracht. Ich bitte nun die lieben Pfälzer, mit dem Zapfenstreich zu beginnen. Danach bitte ich Helene, den Martin mit dem Kranz zu uns herzukommen und die lieben Pfälzer mit dem Lied Ich hatte einen Kameraden diese Ehrung zu umrahmen. Bye.
Ich danke der Kapelle, ich danke Helene und Martin für die Kranzniederlegung. Ich glaube, das ist der Höhepunkt, den man seinen Vorfahren bei so einer Feier bieten kann. Und ich denke, es ist eine sehr würdige Feier gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich von meiner Seite für Ihre Teilnahme. Und ich denke, dass wir unseren Vorvätern, unseren Vorsängern aus dem Jahre 1920 eine große Ehre erwiesen haben. Und dass, wenn Sie uns sehen können bei diesem strahlenden 10. Oktober, von oben aus stolz auf uns sind, dass wir diese Feier so ausgerichtet haben. Ganz besonders stolz bin ich auf meine Burschen in diesem Chor, die in den letzten Monaten bewiesen haben, dass man sich nicht fürchten muss vor gar nichts, wenn man das Herz am rechten Fleck hat. Und ganz besonders hat mich gefreut, dass unser Obmann, unser Helmut Schatzmeier, die Front vorne freigehalten hat. Und ich bitte ihn nun um den Schlussappell für diese Veranstaltung. Liebe Festgäste, ich bin schon etwas heiser. Ich werde nicht so laut sprechen. Bevor wir jetzt gemeinsam abschließend das Kärntner Heimatlied aus voller Brust erklingen lassen, möchte ich mich im Namen der Veranstalter, Sängerin Emmersdorf, bei Ihnen fürs Kommen bedanken und möchte mich bei Ihnen verabschieden. Jedoch nicht ohne einen Schlussappell an Sie zu richten. Das Jahr 2020 ist in keinster Weise mit der Zeit vor 100 Jahren zu vergleichen. Anders als damals teilen wir Österreicher heute das Schicksal der Slowenen, Kroaten und Serben und anderer Balkanstaaten. Sie sind wie wir zum Spielball globalistischer Interessen geworden. Alle indigenen Völker, und damit meine ich auch uns, sind heute gleichermaßen bedroht von Globalisierung, Universalismus, Gleichmacherei und Identitätsverlust. Es gibt also gute Gründe, vor allem für uns Kärntner, uns mit unseren Feinden von damals zu versöhnen, uns auszusöhnen, in ihnen Verbündete zu finden oder gar Freunde zu gewinnen. Ein solcher Prozess kann gelingen, wenn sich beide Seiten auf Augenhöhe begegnen. Das setzt gegenseitige Achtung und Respekt voraus. Wer sich vor dem anderen in den Schmutz wirft, sich selbst erniedrigt oder wer sich mit übermäßigen Geschenken anbiedert, der wird von seinem Gegenüber nur wenig Respekt erwarten können. Das Gegenteil ist der Fall. Das erweckt falsche Hoffnungen. Die Folge sind Chauvinismus, Größenwahn und es endet nur allzu oft in feindseligen Handlungen, wie uns die Geschichte der letzten Jahrzehnte zeigt. Unterwerfung führt nicht zum Ziel. Das ist die Botschaft, die aus dem Jahr 1920 laut und mahnend zu uns heraufdringt. Unterwerfung führt nicht zum Ziel. Wer es also ernst meint mit dem Frieden und dem friedlichen Zusammenleben, der muss bei der Selbstachtung beginnen. Seien wir deshalb stolz auf unsere Geschichte. Seien wir stolz auf die Leistungen unserer Vorfahren, haben wir keine Angst vor nichts und niemandem. Erweisen wir uns unserer Heimat als würdig, bleiben wir wachsam und widerständig, damit auch die nachfolgenden Generationen auf uns stolz sein können. Hoch lebe unsere Kärntner Heimat!